So, ein langes Jahr liegt hinter mir ohne Urlaub, viel Arbeit. Und es geht in wohlverdienten Urlaub. Und zwar auf die Azoren nach Punta Delgada. Ich bin riesig gespannt. Es geht zum Wandern, es soll aber die ganze Woche regnen. Ja. Jetzt mal schauen, wie es wird. Ich bin gespannt. Wir sind am Flughafen angekommen. Ich habe jetzt noch eine Hochzeit gestern abgegeben, heute Morgen noch ein Babybau, Buchhaltung fertig gemacht. Jetzt steht noch eine Hochzeit aus, die wird nach dem Urlaub fertig gemacht. Ich finde, ich habe die Tage schon echt viel abgearbeitet, fertig gemacht und abgegeben. Und jetzt geht es erstmal in Urlaub. So, wir sind am Flughafen und warten auf den Flieger zu den Azoren. Genau, ich freue mich schon riesig. Natürlich mit Verspätung steigen wir jetzt endlich mal ein. Eine Stunde 15 hätten wir eigentlich schon unterwegs sein müssen und wir sitzen noch. Keine Lust mehr als Ryanair da. Völlig übermüdet sind wir jetzt endlich angekommen. Halb eins ist es in deutscher Zeit und halb zwei in deutscher Zeit. Zwei in deutscher Zeit, okay. Ich finde es so pennt, egal. Kreischendes Baby im Flieger und am Gepäckband. Meine Nerven. Hier ist, glaube ich, kurz nach Viertel nach zwölf, 20 nach zwölf oder so. Halb eins schon. Egal, spät. Zwei Stunden früher als in Deutschland. Genau, wir haben aber ein Mega-Hotel. Oder richtig geil. Ich weiß gar nicht, das ist eigentlich gar kein Hotel, das ist irgendwie so. Wie so ein Hostel. Wie ein Hostel, aber mit Einzelzimmern. Und mega geil eingerichtet, volles Luxus. Muss ich euch mal zeigen, warte mal. Wubbeli-wubs. Wir haben hier IKEA-Style Superbett hier. Ja, alles im IKEA-Style. Das Bad ist auch richtig cool. Muss ich euch echt mal zeigen. Also wer mal richtig gut. Wer mal auf die Azoren will, der sollte unbedingt dahin gehen. Aztecas oder so heißt das, gell? Ateneo. Aztecas Ateneo. Das ist gleich. Bin nicht mehr Ateneo. Ui. Schwupps. Ja, genau. die Wettervorhersagen sind nicht so lustig. Wir kamen schon mit stürmendem Regen an. War etwas wackelig an der Landung. Jetzt hat es kurz aufgehört, wieder geregnet. Als wir jetzt ankamen, sind wir doch etwas nass geworden. So soll es die ganze Woche sein. 70% Regenwahrscheinlichkeit und wir wollten eigentlich wandern und alles schön angucken, Delfine schwimmen. Da wird man eh nass. Also es ist egal. Genau, aber irgendwie ein bisschen so verwöhnt jetzt von dem Sommer, wo es nur Sonne gehabt hat in Deutschland und hier pisst es jetzt. Naja, egal, Hauptsache Urlaub habe ich jetzt echt nötig. Ich bin schon gespannt. Morgen schau mal Sete Cidades an, oder wie man das auf Portugiesisch ausspricht. Und dann geht's schon los zum Wandern in die Vulkan-Dinger da und so. Bestimmt cool. Alla dann, gute Nacht. Der Flieger da war, mit einer Stunde Verspätung, dann saßen wir drin, ist immer noch eine halbe, dreiviertel Stunde da rumgestanden. War etwas nervig, ich meine, Frankfurt-Hagen hat ja keine riesen Flugslots, die man verpassen könnte bei so viel Verkehr, ne? Egal. Ja, es ist sehr bewölkt, aber die Sonne lugt so gerade ein bisschen raus, ist cool. Ich hoffe, es bleibt so.
immer Ponta Delgada unsicher gemacht. So, es regnet immer noch. Deshalb gehen wir jetzt ins Spa. Also eigentlich heiße Quellen oder so. Genau. Wird schön, hoffe ich doch. Coffee Time. So, jetzt geht's hier Abendessen. War ihm wohl unangenehm. Abendessen. Nachdem es gestern ziemlich viel geregnet hat und wir dann quasi in den heißen Quellen baden waren, das war ja eh, sind wir uns im Decathlon mit Regenklamotten einkleiden gegangen. Regenhose, alles drin, weil es soll nicht so viel besser werden. Heute Morgen waren wir noch joggen, da haben wir tatsächlich ein bisschen Sonne gesehen. So kurz. Und es ja, war eigentlich gerade los zum See und da ein bisschen wandern und heiße Quellen angucken und so im Museum. Jetzt hat es wieder geschüttet. Jetzt gibt es erstmal traditionelles Frühstück. Und dann geht es erst los. Mal gucken, ob es dann aufhört zu regnen. Regenhose ist ja immerhin jetzt schon. So, wir sind gerade an den heißen Quellen. Das ist echt beeindruckend. Das kocht das Wasser und sprudelt da einfach nur so raus. Da dampfen sie raus, die heißen Quellen. So, wir sind jetzt ganz oben angelangt auf einem Hügel von diesem Vulkankrater und haben mäßige Aussicht. Dank des schönen Wetters heute, aber besser als nichts. So, da haben wir gestartet. Da ging es hoch. Jetzt sind wir oben. Wir müssen jetzt runtergehen und so, dort werden die Töpfe für das Cocido reingestellt, was typisch ist von hier. Und ja, mit der Hitze, die da unten ist, einfach gekocht. Ich glaube, 6-8 Stunden dauert es, bis fertig ist. Geregnet wie aus Eimern. Und wir haben jetzt gerade 5 Minuten Sonne erwischt. Musste ich ja natürlich gleich auf den Aufsichtsrund und aber du gehst hier gerade weg. Hey, es hat seit einer Stunde, glaube ich, nicht mehr geregnet. Es kam sogar die Sonne raus. Wir sind jetzt im Nordeste, also im Osten der Insel. Waren gerade am Leuchtturm, ich blende es danach mal ein. Und schauen uns jetzt das Städtchen an und hoffen auf weiteren Sonnenschein. Das wäre natürlich toll.
Es lohnt sich auf jeden Fall, also die kurvigen Straßen, also ich trage das gar nicht, mir wird immer schlecht. Ich habe es überlebt, ich bin da und nicht komplett irgendwie im Eimer jetzt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und als dann ein bisschen der Himmel aufgerissen ist und die ganzen Wolkenschwaden aus den Bergen raus, das ist schon wahnsinnig schön hier. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeikommen. Wir haben dann noch so ein Mini-Dorf gesucht aus 10 Häusern. Wir haben es auch theoretisch gefunden, wir wussten nur nicht, wie wir hinkommen. Wir sind dann einen riesen steilen Hang runter mit dem Auto, der ist fast das Auto fast nicht mehr hochgekommen. Das restliche Stück steil runtergelaufen. Es war auch mega direkt am Meer runter. Nur das, die Häuschen waren nicht da. Dann sind wir zu einem nächsten Aussichtspunkt, da ging es aber auch nicht entlang und irgendwie war es nicht ausgeschrieben. Richtig schade, weil irgendwie habe ich das so durch Zufall im Internet auf dem Blog entdeckt. Aber das, mir war das dann zu doof. Wir haben noch eine Einfahrt gefunden, die auch irgendwie so runterging mit Rollsplit und Zeugs. Da habe ich gesagt, nee, das ist mir jetzt alles zu heikel. Nachher kommen wir da nicht mehr hoch oder irgendwie, nee. Ja, also ich bin gespannt. Nein, es tröpfelt. Ich tröpfeln. Jetzt gibt es mal Kaffee. Kaffee. Dreieinhalb Stunden Wanderung am Vulkan um den Krater hoch und runter. Sind wir jetzt in Sete Fidares angekommen und trinken erstmal regionalen Tee im Teehaus. Nachher geht's wieder zurück. Jetzt müssen wir auch wieder den ganzen Krempel hochlaufen. Wir tun nämlich schon die Schienbeine und Waden weh. Das wird lustig. 2 Stunden Aufstieg noch mit Vista del Rey, also Aussichtspunkt irgendwie. Ich weiß nicht, ob es uns noch zu so einem vergammelten Hotel langt. Vergammelt, das steht leer, das ist eine Ruine. Und heute Abend geht es hoffentlich zum Qigong mal ausprobieren, als Entspannung. Wir müssen hoch. 2 Stunden sind noch angesetzt. Man soll einen ganz tollen Ausblick haben beim Vista del Rey. Da hat wohl mal ein König runtergeguckt, deswegen heißt es jetzt so. Jetzt fängt an zu niedeln. Hier ist so ein vergammeltes Hotel, das die mal gebaut haben, weil sie halt gedacht haben, ja, es gibt viele Touris und die haben einen ganz, ganz tollen Ausblick. Nur ist hier meistens irgendwie Nebel und hängen die Wolken drin und ja, 3/4 vom Jahr und dann war halt, ja, das ist auf jeden Fall pleite gegangen und jetzt ist ja nur die Ruine von. Mal gucken, ob ich das jetzt hier reingezogen bekomme. Upp. Jupp, hier oben. Sieht man, glaube ich. Ja. So. Genau, und da wollen wir jetzt hin. Und dann zurück ins Qigong. Da ist es, das Hotel. Einen wunderschönen guten Morgen. So, Highlight des Urlaubs steht heute auf dem Programm, so hoffe ich es doch zumindest. Und zwar gehen wir mit Delfinen schwimmen. Ich habe ein bisschen Schiss vor Meer, weil ich bin so absolut kein Wassermensch. Alles, was außerhalb der Badewanne ist, ist mir schon zu viel. Aber ich freue mich schon und die Sonne scheint und bin gespannt. Ich glaube nicht, dass ich da fotografieren oder filmen kann, aber bin gespannt.
So, ich bin trocken geblieben. Das ist nicht gewesen, weil ich jetzt keinen Bock mehr hatte, sondern weil es wohl auch selten vorkommt, aber war heute wohl so, die waren alle zerstreut, irgendwie Fische suchen und nicht in einem Rudel zusammen. Und wir haben zwar welche gesehen, aber als dann von uns welche ins Wasser sind, ich habe mich nicht als erstes gemeldet, war klar, haben die auch nichts gesehen. Die schwimmen mega schnell, das ist richtig beeindruckend. Und da waren sie auch schon wieder weg, die paar. Also die waren irgendwie auf Futtersuche. Genau, und macht nichts. Ich habe ja trotzdem Delfine gesehen, es war echt trotzdem schön. Und krass ist, dass wir einen Refund bekommen haben. Also wir haben das jetzt auch nicht bezahlen müssen. Das ist krass. Ja, jetzt mal schauen, ob wir jetzt noch ein bisschen wandern gehen oder was wir machen. Wir hätten es auch umbuchen können, morgen Whale Watching, aber da gehen über 3 Stunden drauf und das ist der letzte Tag, da wollen wir noch irgendwas machen. Und erstmal Kaffee. Ich glaube, wir wollen noch in irgendein Dorf fahren, wo es so Süßigkeiten gibt, so Törtchen-typische. Und ein bisschen ausspannen, genau, weil gestern war echt hart mit 24 Kilometern. Das ist Qigong abends, das wir dann noch probiert haben. Es war genau richtig zum Relaxen, ein bisschen dehnen, ein bisschen runterkommen. Erstmal. Heute werden typische Süßspeisen getestet. Heute waren wir natürlich so mutig und haben die Regensachen im Hotel gelassen. Keine gute Idee. Das Wetter ändert sich hier alle 2 Sekunden. Regen und Regen und Regen und Regen. Spaß, heim geht's. Wir hatten schon 6 Tage ist wenig. Wir hatten zwar mega viel Regen, aber irgendwie scheint es normal zu sein, dass das Wetter 20 Mal in 5 Minuten irgendwie gefühlt wechselt von Sonnenschein über Schauer, Gewitter, Sturm, alles dabei, bis auf Hagel und Schnee hatten wir alles. Und das ist noch zurückhaltend. Genau, also super schön. Man muss auf jeden Fall nach Furnas zu den heißen Quellen baden gehen. Auf jeden Fall. Der See ist auch super schön und die Wanderrouten sind ganz toll. Toni soll sehr gut zum Essen sein. Cocido haben wir nicht gegessen am Ende. Unsere Lieblingsstadt war Nordeste. Wunderschön. Super schöne Stadt. Ja, also ich fand sie super schön. Toller Ausblick, Leuchtturm, schöner botanischer Garten. Wir haben nicht die Teeplantagen und nicht die Ananasanbau-Gedingster angeguckt, aber wir haben Likör getrunken. Viel besser. mein Favorite übrigens, der Milchreis-Likör. Weiß ja nicht bei dir, aber das war mein Favorite. Ich würde sagen, mein Favorite ist der Schokolikör, den ich nicht probieren konnte. Und ja, Setesidat. Auch super schön. Wir sind da, glaube ich, 3 oder 24 Kilometer am Krater hoch und runter und hin und her und rechts und links. Lange gewandert mit Taten. Echt die Füße weg. Und ansonsten vielleicht mal für uns zur Erinnerung, für euch ein wunderbares Kaffee, das die Kaffeebohnen selber röstet.
paar Mal leckere selbstgemachte Sachen hat. Es ist auch offen, bedeutet, die Küche ist verglast. Man kann alles sehen, wie sie alles direkt vorbereiten. Also super lecker. Super lecker Tee. Auch lecker Tee. Aber der Kaffee, das war der beste Kaffee, weil manchmal war der Kaffee da in manchen Cafés nicht so gut. Zum Abendessen ein bisschen nobler. War singular. Echt fein. Die haben ganz wenig Gerichte, aber richtig lecker. Und jeden Tag irgendeinen anderen Fang des Tages, wo irgendwas damit gemacht wird. Super lecker. Kräuterschnaps haben sie nicht zum Verdauen. Ihr seid vorgewarnt. Wir waren etwas voll. Tiki, oder irgendwie wie es heißt, es soll einer sein, der in der Schweiz im Four Seasons. Mit W fängt es an und dann so ein Ding. Egal. Ist aber japanisch, chinesisch und das soll aber sehr gut sein, das Menü. Sehr exquisit. Wurde uns empfohlen. Und zwei sehr, sehr netten, freundlichen Menschen, die wir dort auf den Azoren kennengelernt haben. Genau, aber wir waren nicht drin. Ansonsten können wir, glaube ich, nicht mehr wirklich viel empfehlen. Das war es eigentlich. Ach doch, die mit diesen selbstgemachten Süßigkeiten, wie hieß dieses noch gleich? Pistor? Villa da Franca. Oder so. Ja, die selber gemachten Dinger kann man auch via Glasfond und sehen und dann auch ganz viel kaufen und ganz viel essen. Haben wir auch welche mitgenommen. Ja, also wer wandern mag und nicht unbedingt Strandurlaub, unbedingt, nehmt regenfeste Kleidung mit. Man braucht es, wir sind nämlich nass geworden gestern. Jedenfalls, wenn er im Oktober fliegt. Genau. So wie wir. Ja, ich glaube, es ist das ganze Jahr, wenn ich das so gehört habe. Egal. In Ribeira Grande, der Lago do Fogo, kann man von oben sehen. Wunderschön auch. Und wir haben da noch eine Wanderroute gemacht zu einem Hammerwasserfall. Also sollte man bei Ribeira Grande auf jeden Fall auch machen, wenn man Zeit hat. Genau, das war's. Sehr zu empfehlen. Caldeiras Vale. Ist auch ein schöner Ort, wo es Hot Springs gibt, heiße Quellen. Da kann man auch baden. Und sehr schön. Wunderbar. Ja, also schön was. Und dann bis irgendwann mal wieder.